Für Schlagerstar Geraldine Olivier wurde mal ein Märchen wahr. 1991 stand sie, die unbekannte Sekretärin in der Schweiz, noch als Fan der damals schon so erfolgreichen Volksmusikbands die Palldauer bescheiden im Publikum und schaffte es sogar, ein Autogramm zu ergattern. Dann passierte das kleine Musikwunder. Geraldine wurde selbst bei einem Gesangswettbewerb entdeckt und nur ein Jahr später gewann sie den Grand Prix der Volksmusik. Ja, und war plötzlich Kollegin und gute Freundin der Palldauer. Klar, dass da ein Duett nur noch eine Frage der Zeit war. Nach ihren ersten gemeinsamen Auftritten hat die gebürtige Schweizerin, die heute bei Hamburg lebt, ihren Palldauer Jungs versprochen: Ich besuche euch einen ganzen Tag in eurer Heimat, in Palldau, im Südosten Österreichs, in der wunderschönen Steiermark. Der große Tag ist da. Ich kenne die Burschen nur auf der Bühne und ich wollte wissen, woher sie kommen und endlich in Palldau. Eine ländliche Idylle, die Geraldine Olivier aus ganzem Herzen genießt. In diesem Jahr feiern die Palldauer ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Doch trotz des Erfolges sind sie noch bodenständige Palldauer. Uns wurde oft angeraten, einen englischen Namen anzunehmen. Das sei irgendwie PR-wirksam, aber wir wollten das nicht. Wir kommen von hier, wir sind so, wie wir sind und das sollen die Menschen spüren. Zu Hause bei Franz Griesbacher, dem Palldauer Chef, stapeln sich Erinnerungen. Franzl, 1968 mit Sixties Schnurrbart und alle wichtigen Preise der Schlagerwelt, die Palldauer in 4 Jahrzehnten abräumen. Trotzdem war es etwas Besonderes, plötzlich ein weibliches Ehrenbandmitglied zu haben. Aber Franz Griesbacher überlässt Geraldine Olivier gern die Führung. Ohne zu schmeicheln, du hast das Zepter auch fest in der Hand gehabt. Ich habe es genossen, hinten zu sitzen und einfach zu genießen, wie du vorne die Regie geführt hast. Und es hat sich ausgezahlt. Super. Das Duett Glaub fest an mich, my love erobert die Schlagercharts. Für Geraldine Olivier ist diese Rückkehr auf die Bühne auch persönlich ein großer Erfolg. Nach ihrem schweren Bühnenunfall mit gebrochener Rippe, zertrümmertem Daumen und Prellungen. Doch ihr Mann weicht in dieser schweren Zeit keine Sekunde von ihrer Seite. Am Anfang war das natürlich ein Schock. Die ersten Monate, ja, war sie ein Pflegefall. Ja. Das heißt, ich habe alles machen müssen, vom Waschen, Anziehen, Bügeln, Kochen, Einkaufen, Kinder versorgen, als das war. Das war eine harte Zeit, aber die ist jetzt zum Glück vorbei. Das haben wir geschafft. Vorbei, ja. Ich nehme alles ruhiger an. Also ich muss nicht mehr ganz oben stehen oder immer unterwegs sein. Wir nehmen es ganz in Ruhe und genießen jeden Augenblick, denn die Gesundheit geht vor und meine Familie auch. Das Leben hat sie jedenfalls wieder und Spaß mit guten Freunden. Das ist die beste Medizin. Geraldine Olivier will wieder alle Neune vom Leben. Und da geht's doch gleich gut los, denn zum Abschluss eines schönen Tages gibt's eine Überraschung. Die goldene für das Romantikduett mit den Palldauern. Die goldene Schallplatte.